Es ist der 30. Der 30.05.2019. Ich habe es nach 3-4 Stunden im Verkehrshaus ländlich aus La Paz raus geschafft. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur berühmt-berüchtigten Todesstrasse. Heute mache ich einen reinen Videoblog-Eintrag, weil ich vielleicht auch in den nächsten Tagen, ich will ein bisschen mehr Kilometer machen in Richtung Brasilien. Und dann bin ich zu oben alle müde und mag nicht mehr schreiben. Das ist jetzt die Death Road, aha. Ja, da haben sie natürlich jetzt eine neue Strasse. Jetzt ist die Todesstrasse halb nicht mehr so gefährlich, weil es nicht viel Verkehr hat. Wird mehr als Touristenattraktion anboten. Da gehen sie mit dem Mountainbike durch. Und ja, mal schauen. Es ist auf jeden Fall schottrig hier. Ja, da geht schon das Loch ab. Das ja. Aber es ist ein guter Strassenzustand. Das erste Stückchen, das ich gefahren bin, hat ein bisschen Schitter ausgesehen. Aber das war, glaube ich, nicht die offizielle Strasse dort. Ja. Schön. Es ist aber nicht so nervenkitzelig, weil ich weiss, dass ich einen nachkomme. Schon fertig mit der schönen Strasse. Jetzt bin ich auf der nächsten Strasse. Auf der wollte ich eigentlich ein paar Kilometer machen, aber mal schauen. Es ist ein bisschen holprig hier. Es ist 24 Grad heiß, bis gar nicht mehr gewohnt. Und die Strasse ist scheiße. Also sie ist schon nicht schlecht, aber ich kann nicht schnell fahren. Mann, da habe ich wieder eine scheiß Strasse gewählt. Da bin ich etwa 300 km unterwegs, so. Das heisst, ich weiß doch auch nicht. 10 Stunden. Oh, lass sie. Ja, scheiße. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich fahre wieder zurück. Ich komme hier nicht vorwärts. Super Madi. Nach La Paz zurück. Schon 20 vor 1. Hola señor, buenas tardes. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? Compro todo lo que está equipado. Usted se me va aquí paradito nomás, lo pago. Es mi casa. Sí. Pero señor, por La Paz. ¿Es este la vía rápido? Sí. Ok. Muchas gracias. Also die Strasse ist also gerade so Death Road. Da.
da gesperrt oder was? Fuck. Keine Ahnung, ob ich da richtig bin für eine Umfahrung von dieser Baustelle. Also die Angst vor dem Ungewissen habe ich noch längstens nicht verloren. Da ist die Death Road eigentlich gerade gar kein grosses Abenteuer mehr. Das Eckigste ist einfach zu fahren und nicht zu wissen, ob man ankommt. Das ist so unerträglich. Aber jetzt hier die Umleitung, oder ja, ich habe so einen Minibus gesehen, da oben durchfahren, haben wir jetzt hier einmal bis zu einer Brücke gebracht. Zu einer grösseren Strasse, glaube ich. So. Und ich fahre jetzt einfach zurück nach La Paz. Und in La Paz nehme ich nur noch die grossen Strassen im Moment. Das ist einfach zu viel Aufregung da. Irgendwie bin ich genervt. Die ganze. Das ist zwar ein anderer Weg wieder zurück, er ist ein bisschen breiter, aber es ist eigentlich einfach der ein Schlag nach dem anderen. Es ist richtig mühsam. Das tut mir selber weh für den Gabriel. Es ist wirklich eine Schlagstrasse hier, sagen. Mann! So mühsam! Der Gabriel stockt ein bisschen. Ich hoffe, es ist, weil ich 90 Oktan mit 81 Oktan, mit dem, also 81 von Bolivien, halb gemischt ist und sich jetzt halb die Einstellungen müssen ändern. Wenn es in den nächsten 100 km immer noch so ist, dann muss ich halb den Luftfilter putzen. Es ist 10:04 Uhr, ich bin wieder in La Paz nach 8 Stunden Fahrt. Jetzt hoffe ich, ich komme da schnell durch die Stadt, aber ja. So, ich habe es, glaube ich, geschafft. Es ist eigentlich noch geschwinder gegangen, als ich gedacht habe. Ein bisschen mehr als eine Stunde habe ich mich quer durch die Stadt gekämpft und Abgas geschluckt. Jetzt hoffe ich, ich kann noch ein bisschen Kilometer machen. Es ist schon 5 Uhr. Eine Stunde geht die Sonne unter. Unglaublich, das Buff. Das ist zwar bei uns in der Schweiz gerade eigentlich fast noch schlimmer in der Stadt. Ja, ich habe es noch lange nicht geschafft. Noch lange nicht geschafft, aus der Stadt rauszukommen. Und Platz machen tun sie. Keine Deutsch, das ist huere mühsam. Versuche ich hier Benzin zu bekommen. Ich habe ja schon noch 20 Liter im Reservekanister, aber versuche ich hier mal zu tanken. Ich habe jetzt mal Geld aus dem Portemonnaie genommen, dass ich nur noch 100 Bolivianos habe. Das wäre dann fast Localpreis. Mal schauen, ob das klappt. Ja, das hat so halb geklappt hier an der Tanke. Jetzt erst 8 Wellen. Also 3.7 wäre Local Preis. Und ich habe jetzt 6 gezahlt. Ja, nur. Das ist weniger als 1 Franken. Jetzt muss ich etwas essen. Und dann fahre ich noch ein Stückchen. Übrigens, der Gabriel hat Stottern verloren. Das war wirklich wegen dem Benzin. Er hat sich jetzt an schlechten Benzin von Bolivien daran gewöhnt. Ja, ich
bin jetzt hier 2 Stunden in der Nacht gefahren, das ist eine saublöde Idee. Die Strasse ist zwar gut, aber man weiss ja nie, ob etwas auf der Strasse liegt oder ein Loch. Oder und es ist arschkalt, vorher hatte es 5 Grad, jetzt ist es 6 Grad. Jetzt suche ich mir hier in dieser Ortschaft ein Bett. Schlafen. Morgen ist wieder ein Tag. Ich wünsche euch gute Nacht, adieu und bis zum nächsten Mal.